und gerade mit den Energiedingern. Was für mich ein bisschen Neuland ist das ME-System. Also nicht das ME-System an sich, sondern aus dem Applied Energistics 2 Mod. Das funktioniert nämlich ein klein wenig anders da. Mit den Controllern, mit der Energie, tralala, mit den Konsolen. Wobei man die doch schöner bauen kann, weil die Zugangs- oder Fertigungskonsolen zum Beispiel, die Schablonenkonsolen oder sowas, die kann man flach an Steine oder Holz oder egal was dran pappen. Die sind nämlich flach gebaut. Also ist wieder kein ganzer Block, sondern eben nur ein Teil davon, was das Integrieren in ein Haus oder so wesentlich leichter macht. Also finde ich, dass es das einfacher macht. Alter, wie viel haben wir da jetzt rausgeholt? Guck dir das mal an. Wo ist denn unser Treppchen hier? Ach da. Wow. Alter, guck dir das mal an hier. 100, 200, Alter, fast 500 Appetit jetzt mal rausgeholt eben. Na, ist nicht schlecht. So, ich muss mal wieder einen Weg zur Treppe graben. Du. Nee, du bleibst noch, du kommst weg. So. So. Einfach mal hunderte von Blöcken hier rausgeholt. Wahnsinn. Oh, schön. Wenn alle Vorkommen so aussehen, dann haben wir richtig schön. Können wir richtig schön farmen gehen. Können wir dann auch mit einem Steinbruch später oder mit einer Enderquarry eben hier massig Zeug rausholen. Wenn wir dann später ME-System haben, dann haben wir sowieso Platz ohne Ende da drin. Ich habe jetzt allerdings keine Ahnung, ob es hier auch jetzt Dungeons oder was gibt, ob die jetzt mit eingebaut sind hier. Aufgrund der Vorlage. Weiß ich nicht. Müssten wir tatsächlich rausfinden. Aber ich habe jetzt noch kein Eisen oder so gefunden. Das ist ein bisschen doof. Gut, wir sind aber auch noch auf der Höhe von 190. Aber wir haben auch auf der 230er Höhe vorhin ja schon Bernstein gehabt. Also, Hilfe, leck. Muss ja jetzt nicht heißen, dass wir erst irgendwo auf Höhe 100 oder was finden. Und unsere Spitzhacke ist gleich im Eimer. Ja, plan. Okay, mal neue Werkzeuge machen. Ah, das ist schon wesentlich entspannter, wie dieses Gehupe die ganze Zeit, wenn ihr die ganze Zeit da die Blöcke hochspringen musst. So, wie stehen wir denn hier? Monstertechnisch. Alle weg? Keine Creeper, nix da? Okay. Soll mir recht sein. Können wir mal eben hier das mitnehmen? Mach ich mal eben eine Axt und hier mal ein paar Bäume kloppen. Achso, ja, Spitzhacken brauche ich ja auch wieder. Machen wir gleich mal zwei. So. Und Stickies. Eine Axt, dann gehen wir gleich mal ein bisschen Holz kloppen. Ja, komm, mach mal zwei. Gehen wir jetzt mal kurz ein paar Bäume umzwiebeln. Das war Vorräte da haben. So, und Appetit. Achso, das geht ja so nicht. Zacki, so. Jetzt wird's gerade Nacht. Okay, gehen wir erstmal pennen. Hallo? So. Wir haben es noch geschafft, Performance zu spawnen. Das ist sehr gut. Dann sparen wir uns nämlich mystische rote Blumen. Was können wir daraus machen? Mal gucken. Gar nichts, können wir nur glänzende machen. Blütenblatt. Ah, Stab des Waldes. Aha. Verschiedene Stäbe bauen. Blumenpulver. Ach, je. Okay. Können wir einiges mit anstellen? Auch gut. So. Was wir ja machen können, was die Energieversorgung angeht. Gehen wir mal kurz mit zwei, drei Blöcke Erde. Könnten wir ja auch unterirdisch so Atomreaktoren und so einen Kram bauen. Die sind nämlich auch mit drin. Dass wir uns hier irgendwo unterirdisch so in einem geschützten Bereich einen Atomreaktor bauen oder so Sachen. Müssen wir alles mal gucken. Werden wir alles nach und nach mal angehen.
oder so eine Energiebank irgendwo unterirdisch hinzimmern. So quasi die Hauptenergiebank irgendwo unterirdisch und ja, weiß nicht, so eine Backup-Bank quasi oder eine Hauptarbeitsbank. Dann bei uns irgendwo oberirdisch. Die kann man ja miteinander verknüpfen. Da hast du dann ratzfatz mal Vorräte da. So. Ich habe übrigens auch die Strukturen ausgeschaltet von Dörfern und so Zeug. Die Dungeons sind davon. Ah, warte, ich glaube, das war ein Denkfehler. Ja, ich glaube, deswegen haben wir jetzt auch keine Dungeons. Vermute ich mal. Weil die, glaube ich, zu den Strukturen mit dazugehören. Weiß ich jetzt aber nicht auswendig. Keine Ahnung. Aber gut, ist auch nicht so wild, solange wir in unsere Erze kommen. Und Monster sind ja an, haben wir ja schon gesehen. Monster sind definitiv da, also ja. So, 30 Holz. Ich will ein bisschen Holz gerne auf Vorrat mitnehmen. Achso, da war. Klopfen wir den mal noch weg da. Okay, ich will den einen Baumstamm noch haben. Didididididid. So. Schaufel werde ich mir jetzt keine machen, die brauchen wir ja momentan gar nicht. Jetzt einfach nur noch ein bisschen Holz mitnehmen. Damit wir ein bisschen da haben. Dann gehen wir mal weiter unten gucken nach Rohstoffen. Ist jetzt anfangs natürlich wieder nicht sehr spannend, das kennen wir ja. So, Setzlinge alle mitnehmen. Haben wir hier irgendwo noch Setzlinge? Ups. Nee, gut. Also, die Bäume gleich mal wieder setzen. Können wir wieder setzen? Ups. So, setzen wir hier mal noch wieder Bäume hin. Dass wir hier Holz vor der Haustür haben. So. Gut. Also, ein paar Fackeln haben wir noch. Brot mal eben noch mampfen. Komm, mampfen noch eins. Zack. So. Ein paar Äpfel haben wir noch. Jetzt können wir mal noch ein bisschen Holzkohle machen. Und zwar. Machen wir mal. Nee, wobei. Ein paar Fackeln haben wir ja noch. Aber warte. Das Zeug abladen, bevor wir sterben. Und ich stehe dann da. Treppen brauchen wir noch. Genau. Bücher können wir wegpacken. Äxte brauche ich da unten auch nicht. So. Und zwar. Was sollte ich machen? Treppen. Können wir mal ruhig alle verkloppen hier. Dip, 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 dip. So. Genau. Da können wir nochmal einen machen. So, haben wir fast ein Stack Treppen noch da. Sehr gut. So. Abbauen können wir den Bernstein oben ja nicht. Oh, da ist eigentlich eh nur so für Optikzwecke. Viel mehr kann man da glaube ich eh nicht draus machen. Bernstein. Mal gucken. Ne, können wir nur hier Blöcke draus machen. Ja gut, kannst du noch einen Rucksack draus machen, aber das war's. Botanical Brewery. Okay. Warp Bun. Aha. Ja gut, also ein bisschen Tränke brauen und so eine Geschichten gibt es dann auch noch. Also ihr seht, es gibt schon einiges hier zu entdecken an Mods. Aber wir werden mal gucken. Wir haben Zeit. Bin im Moment eh gerade so wahnsinnig auf andere Modpacks aus. Macht das ganz gerne, mal so neue Modpacks entdecken, nochmal so hier und da ausprobieren verschiedene Sachen, gerade mit Quests und so Zeug. Ist doch schon irgendwie eine feine Sache. Oder hier so eine Energiebank, sich da irgendwie als Ziel setzen, so eine Energiebank zu bauen, wo dann keine Ahnung, eine Billion RF oder was speichern kannst. Also 1000 Milliarden RF. Das wirst du niemals brauchen, aber wenn man es kann. So. 175, ach du liebe Zeit. Ja, viele Erze, Diamanten und so eine Geschichte haben halt eine niedrigere Spawnhöhe, das heißt, sie spawnen erst viel weiter unten, also da müssten wir uns wirklich jetzt ein ganzes Stück runterhämmern, um sicher zu sein, dass wir alles kriegen. Wenn wir einen Steinbruch haben, ist das kein Problem. Den füttern wir mit Energie, eine Kiste dran gepappt und gebe. Da gräbt sich dann einfach mal runter bis auf Bedrock und fertig, also auf Grundstein und dann haben wir es. Müssen wir uns dann auch noch irgendwo ein Gebiet suchen, wo der dann vor sich hin krabbeln kann. Am besten mit einer Endertruhe dann. Die können wir dann auch farblich kodieren. Dann können wir auch mehrere Endertruhen ins System integrieren. Und wenn der Steinbruch durch ist, hocken wir einfach auf das Feld nebendran, dann soll er da weiter krabbeln.
Aber das würde ich natürlich gerne machen, wenn wir Chatpacks haben, weil da würde ich gerne ein ganzes Stück weiter weg sein von unserer Grundbehausung hier. Dass wir nicht irgendwo im Nirvana dann. Dass wir nicht hier irgendwo in der Nähe unserer Hütte uns ein Nirvana ausheben. So. Black. Black zwischendrin mal ein bisschen, weiß nicht warum. So, der erste Spitzhacke ist gleich wieder flöten. Ich weiß, warum ich drei gemacht habe. Und wir haben immer noch keine Erze. Ach du liebe Zeit. Wir haben ein bisschen Appetiterz gefunden, aber das war's. Geh mal kurz her, setz mal hier alle Treppen. Ups. D ist falsch. So. Da. Ach. Knarr. So. Es wäre jetzt natürlich einfacher gewesen, hätte ich eine ganz normale Karte genommen. Aber fand das mal. Na, verbaut. Komm, machen wir das so. Ich fand das jetzt mal so eine kleine Herausforderung, das mal so rumzumachen. So. Auf zu lecken. So. Machen wir jetzt mal Strip Mining mal in eine Richtung. Gucken wir jetzt einfach mal. Ob wir vielleicht doch schon Glück haben, irgendwie Eisen oder was finden hier. So, mal gucken. So. Ist wie gesagt nicht sehr spannend, aber gehört halt dazu, ne? Aber es gibt Erze, ihr habt es ja gesehen, wir haben jetzt schon Apatit rausgeholt, oben hängt Bernstein, also es gibt Erze, definitiv. So. Mal hier ausleuchten. Ich weiß nicht, ich mache jetzt mal so 20 Blöcke runter oder so, und dann gucken wir einfach mal, ob wir da was haben. Ich weiß, warum die Tunnel Stream heißt, da kannst du graben wie ein Bescheuerter hier. Okay, hier haben wir schon mal nichts. So, dann gehen wir mal drei Felder rüber, weil Strip Mining funktioniert ganz einfach so. Ihr grabt immer genau so viele Blöcke nebendran weiter, dass ihr quasi alles von beiden Seiten sehen könnt. Also während wir jetzt hier Redstone hängen, könnt ihr ihn ja von der Seite jetzt nicht sehen. Ja, und umgekehrt genauso wie jetzt hier Kohle hängen, könnt ihr sie hier nicht sehen, aber eben halt vom anderen Gang. Das ist Strip Mining. Das funktioniert so, so macht man das Ganze. Und ja. Wenn ihr dann so arbeitet, arbeitet ihr eigentlich am effizientesten dann, wenn ihr richtiges Strip Mining machen wollt. So, gehen wir mal eine Reihe runter. Aber auch nicht, haben wir jetzt noch gar nichts gefunden. Also müssen wir uns da wirklich doch noch weiter runtergraben, was ein immenser Abstieg sein wird. Aber wie gesagt, später können wir das mittels Fahrstuhl dann ganz einfach machen. Ja, wobei, können wir mal alle mitnehmen. Wir haben ja doch nichts gefunden hier jetzt. Machen wir hier einfach wieder zu. War jetzt mal nur eine Probebohrung quasi. Machen wir hier einfach zu, dann kann dahinter spawnen, was will. Das kratzt mich dann nicht weiter. So. Graben wir uns da mal weiter runter. Da kommt wieder eine Treppe drauf. Also so. Gucken wir mal weiter unten. Müssen wir uns doch noch ein ganzes Stück runter ackern jetzt. Aber okay. Ich wollte es ja so haben. Gucken wir mal. Bin mal gespannt, was wir uns dann nachher so alles aufbauen werden, aus dem Nichts quasi. Wir haben jetzt nur ein paar Grundsachen zu Beginn und daraus bauen wir uns ja dann eine riesige Welt zusammen mit Bienenzucht und Blumen und bla und Gedäns und hast du nicht gesehen. Alchemie und ach, weiß der Geier was alles. Schauen wir einfach mal, wie es wird. So, ist gerade ziemlich dunkel, ich weiß. Ich mache auch gleich Licht, für das wird mal ein paar Blöcke hier runter raspeln. So, mal ein bisschen Tageslicht hier. Ups. So, gleich mal wieder fleißig. Treiben vor die Nase ballern. Also Steine haben wir schon mal.
So. Dip. Dip, dip. So, immer gleich 30 Treppen nachsetzen. Sonst rennen wir nachher rum und stehen hier doof da, weil wir nicht weiterlaufen können. So. Ich habe fast die Befürchtung, wir haben keine Dungeons oder irgendwas. Was einerseits ein bisschen doof ist, da findet man, kann man keine so Verstecke und Monster spawnen, talala, wo wir da finden können. Andererseits, ja, es ist ja eigentlich eher, um das ganze Modpack kennenzulernen, nicht um irgendwelche Dungeons auszuheben. Das kann man auch im Vanilla Minecraft sehr gut machen, wenn man jetzt explizit hier irgendwie nur Dungeons abkrabbeln will oder sowas. Das kann man ja im Vanilla ganz gut machen. So. Wir haben auch gleich keine Fackeln mehr. Aber kommen jetzt langsam mal in Dimensionen, also in Höhen, wo wir Ressourcen finden könnten. Mal gucken. Aber es gibt definitiv Ressourcen drin. Ich habe es ja zum einen mit der Quarryfine mal ausprobiert in der Kopie-Kopie. Oder Kopie-Kopie war ja einfach eine neue Welt gemacht, war ja keine Kopie. Einfach eine neue Welt erstellt, einen Creative Mode mal rein, mal ein bisschen rumgedoktert. Funktioniert saugut und es gibt Erze definitiv. Da hast du ruckzuck mal so ein Stack Schwefel rausgeholt, Eisen, Zertusquarz und hast du nicht gesehen. Also Erze sind auf jeden Fall da. War ja auch ein bisschen schwachsinnig, so eine Vorlage zu kreieren, wo dann keine Erze drin spawnen. Ja. Würde ja gar keinen Sinn machen. Oh, Kies. So, und es ist zappenduster hier. Bums. So. Gucken wir mal noch die restlichen Treppen, die wir haben. Bevor wir nicht mal rauskommen. Ja, und ich habe mich wieder verbaut. Aber gut, das ist nicht so wild. Dann haben wir zwischendrin mal so ein paar gerade Stücke. Das ist nicht so tragisch. Ups. Ja. Setzt die Treppe richtig so. Nur zwischendrin hat man so einen geraden Abstieg, aber das ist auch nicht so wild. So. Da. Da und da, so. Muss man neue Treppen machen und neue Fackeln. Und die müssen wir mal kürzen hier. So, sonst bleiben wir da ständig hängen. Genau. Alter, was ein Tunnel. Wir können das aber später auch per Reiseanker machen. Den gibt's auch durch die Mods mittlerweile. Warum ist das so? Grafikladefehler, ich dachte eben. Mittels einem Reiseanker, da können wir auch große Strecken überbrücken. Der Fahrstuhl hat das Problem, der funktioniert nur senkrecht übereinander. Wir müssen senkrecht übereinander hocken, die Blöcke, sonst geht er nicht. Mit dem Reiseanker können wir aber auch entfernte Strecken überwinden, wenn die verbunden sind. Also da könnte man sich tatsächlich hier so einen Anker irgendwo reinhocken und von dort aus dann durch die ganze Welt reisen. So, dann machen wir mal hier Treppes. Zack. Ja, wunderbar. Haben wir ein paar auf Tasche, sehr gut. So, Cobbles packen wir mal alle weg. Oh, kein Stück zu früh, okay. Machen wir noch ein paar Spitzhacken. Die können wir mal richtig komplett zu Stickies machen hier. So, machen wir mal drei Spitzhacken. Upp. Da. So, das kann alles weg. So. Treppen wir mal wieder am Manne. Ach, wir haben keine Fackeln jetzt im Moment. Ja gut, mal ein paar Fackeln noch. Ich will jetzt nicht alles an Holz verbraten, was wir haben. Machen wir mal 6 Stück hier. So. Stick ist wieder als Feuermaterial, bietet sich ganz gut an. Brauchen wir gar nicht so viele von. So. Mal ein bisschen Holzkohle. Das brauchen wir 1,5 Stickies. Ja, sagen wir mal 2 Stickies für eine Holzkohle. So. Ja, 2 Stickies für eine Holzkohle. Das ist okay. So, Stickies, Holzkohle, wupp, Fackel. Na, kam ein bisschen schneller. Raw Matten. Können wir daraus machen.
Ah, können wir dann Suppen und so ein Kram draus machen? Okay. Auch können wir auch einfach im Ofen kokeln. Ah ja, auch gut. Können wir dann auch gleich mal machen. So, ein bisschen was Nahrhafteres noch auf Tasche. Füttern wir dich mal nach. Und hauen dich mal noch rein. So. Gleich den Rest noch zu Fackeln umbauen. Zack. Holz haben wir ja noch drin, also wir können auch nochmal Holzkohle herstellen, dann um die ersten Erze zu braten. Ach guck mal, da sehen wir, wie lange noch braucht zum Brennen. Ach nee, wie lange das Brennmaterial noch hält. Ah, okay. Ja, das ist, wie lange das Brennmaterial noch hält. Gut. So, dann haben wir ein bisschen was zum Futtern auf Tasche. Sehr schön. Fackeln haben wir, Treppen haben wir, gut. Ja, also wie gesagt, mittels einem Reiseanker, können wir das dann machen. Der ist auch über die Ender-IO-Mod, meine ich, drin. Reiseanker, da ist er. Ender-IO, genau. Erlaubt Teleport zu anderen Ankern, stehe auf einem Anker, schaue in Richtung eines anderen und springe zum Reisen. Kann auch mit dem Stab des Reisens verwendet werden. Kann man auch anmalen. Mit dem Stab des Reisens können wir dann auch hin und her switchen. Der Reiseanker ist da ganz praktisch. Ich weiß gar nicht, was braucht man für den zum Herstellen. Leitungsbinder, Eisen ist das Problem. Pulsierender Kristall. Ein Diamant und pulsierende Eisennuggets. Pulsierendes Eisen. Ah, im Alloy Smelter. Okay. Enderperle und Eisen. Ja, so ist auch kein großes Hexenwerk, den zu bauen. Dann baut man sich da schön Reiseanker. Setzt da unten noch einen hin und dann kann man einfach runterporten. Oder eben dann irgendwo hin. Ganz weit weglaufen, Reiseanker hinpappen und zum ja, für so einen Steinbruch oder so dann einfach mal dahin pappen. Kann man dann auch machen. So. Hier mal Licht machen. Treppen setzen. Ich habe keinen Bock, dass uns hier irgendwo ein Minengang auf einmal irgendein Creeper oder was im Genick explodiert. Wäre ich nicht so begeistert von. So, das mal noch weiter weg. Jetzt brechen wir eine Schaufel. Verdammt. Oh, Feuerstein, das ist gut. Dann können wir mal aus Feuerstein bessere Werkzeuge machen. Tinker's Construct. Ich glaube, wir brauchen wirklich eine Schaufel. Geht das eigentlich noch, dass man sich aus Kies Feuersteine macht? Kiesziegel. Feuerstein. Ich glaube, wir können uns auch aus Kies herstellen. Im Mühlstein. Im Macerator, also im Zermalmer oder im Pulverisierer. Über das Alchemie-Set. Mana-Infusion. Aha. Der Sägemühle. Okay, Steinmühle. Ja gut, also man kann Feuersteine daraus herstellen, bloß muss man so schreddern dafür. Gut, aber wir können es ja auch auf herkömmlichen Wege kriegen, das heißt, gehen mal eben hoch. Ein paar Kies haben wir, die packe ich mal eben aus und zerschrote die wieder. Ich meine, ein paar Feuersteine, dann kann man bessere Werkzeuge schon mal daraus herstellen, weil Feuerstein über Cobblestone steht. Dann haben wir ein bisschen stabileres Werkzeug, ein bisschen effizienter. Ich bin auch wieder eine Idee schneller dann durchbügeln zum Herstellen. So. Bob, bitte, bob, bitte, bob, bitte, bob. Packen meine Kies einfach mal hier aus. Dip, 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 dip. Einfach mal in die Hütte gepackt. Jetzt wollen keine Feuersteine rauskommen aus. Ah, doch, da. Zwei. Gut. So. Packen dann einfach mal aus hier. Noch ein Feuerstein. Haben wir drei. Für eine Schaufel brauchen wir einen. Für eine Spitzhacke brauchen wir. 3. Das heißt, weiß ich gar nicht. Warte mal. Holz haben wir. Fetter. Stickies. Bauen wir mal kurz. Bauen wir mal ein paar Bretter. So. Bauen wir. Da. So. Schablonen. 8 Stück, wie lang? Das erste. So, dann haben wir einen Basteltisch und zack, kriegen wir ein neues Büchlein. So, dann brauchen wir noch eine Werkbank. Da, Schablone. Dann haben wir eine Werkzeugstation.
Die anderen Sachen weiß ich gar nicht. War das so? Ne, Basiltisch haben wir ja. War das mit einem Brett? So, jawohl, Schablonenstanzer, genau. So. Ich habe tatsächlich mal Rezepte aus Tinkers Construct auswendig gewusst. Ne? Das ist immer was Neues. Werkzeug, Bastel, Schablonen. So. Dann kloppen wir mal ein paar Schablonen. Und zwar brauchen wir dazu einen Werkzeuggriff. Einmal. Ein Binder für Spitzhacken. Spitzhackenkopf und einen Schaufelkopf. So. Dann haben wir das schon mal. Können wir mal da reinschmeißen. Hallo, hier. So. Basteltisch, genau. Werkzeuggriff. Die können wir ganz üblich aus Stickies herstellen. Zwei Stück. Schaufelkorb. Brauchen wir genau einen. Wunderbar. Und Spitzhacke. Auch nur einen. Ah, das ist sehr gut. Sparen wir sogar Material. Nehmen wir mal einen Feuerstein-Werkzeugbinder. So. Den knallen wir mal hier rein. Schablonen können alle hier rein. So, dann gehen wir mal Werkzeuge zusammenbauen. Und zwar eine Spitzhacke. Brauchen wir einen Griff, einen Binder und einen Kopf. Wobbidi-bom. Eine Spitzhacke. Sehr schön. So. Schaufel. Da, da. Raps. Und eine Feuersteinschaufel. Sehr schön. So. Sehr gut, wir haben keinen Platz mehr. Okay, machen wir mal noch eine Kiste. Ups, nicht wegschmeißen, machen. Da, so. Holz, Holz, sortier mal kurz. Stickies kann weg, Buch kann weg. So. Jetzt müssen wir die ganzen Steinpiken erstmal kaputt kloppen, ne? Jetzt haben wir sie gebaut. Mist. Guck mal, Feuerstein. Ne, können wir immer noch nicht abbauen mit. Also wir können es theoretisch abbauen, ja, aber... Ist Feuerstein jetzt... Abbau-Level Eisen, ja. Man sieht es bei den Vanilla-Werkzeugen leider nicht, was für ein Abbau-Level die haben. Aber Cobblestone... Ah, ich glaube, ich habe einen Denkfehler gemacht jetzt. Glaube. Ah ja, nee, doch, das geht schon ein bisschen flotter. Ja, wobei. Es nimmt sich nicht wirklich was. Nimmt sich nicht wirklich was. Naja, gut, okay.